Hi, meine Lieben. Wieder mal zurück bei Tactical Ganiviert. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß, die letzte Zeit kommen relativ wenige Waffenvideos. Und ihr wisst wieso. Seit geraumer Zeit haben wir durch Corona einfach alle Schießstände geschlossen. Das ist ein bisschen blöd. Somit können wir nicht mehr schießen gehen. Und man kann noch eins nicht. Man kann leider nicht Sportschütze momentan werden. Und man kann noch eine Sache leider nicht machen. Man kann selber legaler Waffenbesitzer werden. Heute wollen wir darüber reden, wie werde ich legaler Waffenbesitzer. Wenn ihr Spaß daran habt, den Sportschützentum nachzugehen oder Jäger vielleicht werden zu wollen, dann gibt es natürlich bestimmte Möglichkeiten, auch legal an Waffen in Deutschland zu kommen. Waffen werden in den Medien immer ganz oft als super böse hingestellt und ach je, jeder, der eine Waffe anfasst, wird gleich automatisch zum Amokläufer. Damit kämpfen wir natürlich schon seit Jahren. Die ganzen Sportschützen und Jäger müssen eben mit diesen ganzen Vorwürfen klarkommen, obwohl wir ein ganz normales Hobby nachgehen, ja, Sportschießen oder Jagd. Gut, Jagd ist meistens nicht nur ein Hobby, sondern eigentlich schon eher so eine kleine Berufung, weil es wird ja gebraucht. Man muss leider jagen in Deutschland, ne? Weil wir halt eben doch relativ viele Felder haben und die Forstwirtschaft auch dementsprechend eben geschützt werden muss. Doch kann ich euch eins sagen, wir haben in Deutschland etwas, das heißt Waffenrecht. Wir haben das Recht dazu, Waffen zu besitzen. Dementsprechend müssen wir aber doch in Deutschland viele Dinge vorweisen und viele Dinge machen. Was also muss ich jetzt tun, um ganz normal legal eine Waffe besitzen zu dürfen und damit auf den Schießstand zu fahren und meine Sportdisziplin zum Beispiel zu schießen? Fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Ihr schaut euch um, was bei euch im Umkreis für einen Schützenverein denn vorhanden ist und geht einfach mal hin und informiert euch. So habe ich das damals gemacht. Ich bin zum nächstbesten Schützenverein reingefahren. Das ist ein Schützenhaus gewesen und habe mich da einfach mit den Leuten unterhalten und habe einfach mal auch viele Leute kennengelernt und gleich mal festgestellt, es gibt nicht nur einen Sportschützenverein. Ja, jeder Verein, der vor Ort natürlich ein Haus hat, ist jetzt nicht grundsätzlich quasi ein Dachverband. Ne? Wir müssen da unterscheiden zwischen Sportschützenvereinen, diese kleinen Vereine, die sich halt mit einem kleinen Stand auch irgendwo niedergelassen haben, oder Dachverbänden, die aber zum Beispiel ihre Disziplin in diesen ganzen vielen kleinen Schießständen auch anbieten. Es gibt sehr viele verschiedene und ja, auch, ich meine, die ganzen Leute, so wie ich, die jetzt schon lange da drin sind, die kennen das alle, aber ich möchte das für die Leute, die halt noch gar keinen Kontakt mit Waffen haben, ein bisschen grundlegend erklären, damit ihr wisst, wie das überhaupt abläuft. Ne? Nicht, dass jetzt die ganzen anderen hier sagen, buh, natürlich gibt es da 1000 verschiedene. Ich wusste es damals nicht. Zur Auswahl stehen halt verschiedene Vereine, wie zum Beispiel der DSB, der BDS. Und zum Beispiel auch unter dem BDS angesiedelt sind so Dinge wie IPSC. Es gibt den BDMP, der ist halt militärisch und nur für Polizei und Militär zugänglich. Und es gibt aber noch so viele andere. Ich blende einfach mal ein paar ein, damit ihr seht, das sind die großen Dachverbände und die haben die Disziplinen für diejenigen Waffen. Ja, jede Waffe muss quasi einer Disziplin entsprechen. Diese Disziplin schreibt vor, wie die Waffe auszusehen hat, wie, was für ein Kaliber sie hat, wie lang sie ist, welche Anbauten dran sein dürfen, etc. Und dementsprechend resultiert daraus ein Bedürfnis, das ihr braucht, um eine Waffe zu beantragen. Das heißt, ohne Verein geht nichts. Ihr könnt nicht einfach hergehen und sagen, ich möchte jetzt eine Waffe kaufen. Jetzt wollt ihr natürlich Mitglied werden in diesem Schützenverein. Das heißt, ihr geht hin, werdet Mitglied und ab dem Tag, wo ihr dabei seid, müsst ihr ein Jahr lang Mitglied sein. Nicht das ganze Kalenderjahr, sondern wirklich 12 Monate übergreifend ins nächste Jahr, auch notfalls. So, in diesen 12 Monaten müsst ihr bestimmte Dinge tun, damit ihr auch am Ende diese 12 Monate schon bereit sein könnt, eine Waffe zu beantragen. Ihr braucht zum Beispiel in manchen Vereinen, so war es bei mir, ein polizeiliches Führungszeugnis. Ja, das kostet euch ein paar Euro. Und ich weiß nicht mehr, damals waren es irgendwas mit 14 Euro oder sowas. Also ein paar Euro auf der Stadt, holt euch ein polizeiliches Führungszeugnis, weil mit irgendwelchen Straftaten, die ihr vorher schon mal habt, wird es leider nichts mit Waffen besitzen, das ist klar. Denn man gibt natürlich auch nicht einem Straftäter eine gefährliche Waffe in die Hand. Als nächstes ist zu beachten, dass ihr in diesen 12 Monaten, wo ihr Mitglied seid in dem Verein, regelmäßig schießt. Die Regelmäßigkeit sieht vor, laut Waffengesetz, dass ihr jeden Monat mindestens einmal geschossen habt.
Und dazu halt eben natürlich eine Disziplin, je nachdem, was ihr eben auch schießen wollt und in was ihr interessiert seid. Und wenn ihr es nicht schafft, jeden Monat einmal schießen zu gehen und zum Beispiel einen Monat zwischendurch auslassen wollt oder müsst, dann müsst ihr aber dafür sorgen, dass ihr insgesamt in diesen 12 Monaten 18 Mal mindestens schießt. Das heißt, schafft ihr eure Regelmäßigkeit nicht, müsst ihr ein bisschen mehr nachweisen. Weiterhin in diesen 12 Monaten ist super wichtig, ihr müsst einen Waffensachkundeunterricht machen. Der wird auch geprüft, ne? Das müsst ihr auch dann vorlegen. Da werden euch dann die ganzen rechtlichen Dinge auch dargelegt, ein bisschen auf Paragraphen herumgeritten und ein bisschen was Generelles über die Waffen erzählt, wie die Waffenentstehung eigentlich war, Schusswaffenentstehung vor allem, wie die ganzen Arten von Schusswaffen zum Beispiel heißen. Somit habt ihr natürlich ein bisschen mehr Wissen intus und geht nicht einfach blauäugig an die Waffen ran. So, wenn ihr diese 12 Monate mit all diesen Reglements gemacht habt, polizeiliches Führungszeugnis eventuell, ihr habt eure Regelmäßigkeit nachgewiesen und ihr habt den Waffensachkundeunterricht, dann könnt ihr jetzt hergehen und mit eurem Schützenvereins Vorsitzenden eine Waffe zusammen beantragen. Die müssen natürlich auch die Hand für euch ins Feuer legen und sagen, okay, dieser Mann oder diese Frau ist in der Lage und vernünftig im Kopf, wir trauen es ihr zu oder ihm. Dann macht ihr einen Antrag, schickt ihn an den Dachverband, der prüft ihn entgegen und dann schickt ihn euch zurück. Und dann nehmt ihr das und geht zu eurer Behörde und beantragt eine Waffenbesitzkarte. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, jeder denkt immer in Deutschland, ne, der noch nichts von Waffen weiß, es gibt Waffenscheine, das heißt nicht Waffenschein. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Arten, Waffen in Deutschland zu besitzen. Es gibt eine gelbe WBK, eine grüne WBK, eine rote WBK und einen Jagdschein. Auf der gelben WBK könnt ihr nur ein paar Kurzwaffen und Langwaffen draufschreiben, also nicht viele. Auf der grünen jedoch könnt ihr so gut wie unbegrenzt Waffen draufschreiben. Auf der roten Karte, das ist nämlich so ein kleiner Punkt, den kriegt nicht jeder. Da muss man schon nachgewiesener Waffensammler sein. Und dieses Prädikat sich zu erwerben in Deutschland wird immer schwerer, weil es kaum noch irgendwo eine Sparte gibt, die wirklich extrem selten ist und wo man einen Sammel auch wirklich wertvoll darstellen kann. Das heißt also, Waffensammlerkarte relativ selten und die dürfen aber schon wirklich Exponate führen. Die hat sonst keiner, ne? Also da ist schon ziemlich alles erlaubt und die können wirklich hunderte, tausende Waffen draufschreiben. Das ist kein Problem. Und der Jagdschein, ja tatsächlich, den könnt ihr erwerben, wenn ihr halt eine Jagdschule besucht und einen ganzen Lehrgang macht. Der ist aber relativ teuer. Relativ, ne? Wir reden ungefähr so bei 2000 Euro, plus minus ist der angesiedelt. Aber so eine Sportschützen-WBK ist halt ein bisschen billiger. Da kostet da eben das Beantragen auch bei der Stadt ein bisschen Geld. Genau, wenn ihr also jetzt eine Waffe beantragen wollt, dann braucht ihr natürlich diese WBK, wo auch drin steht, das ist eure Waffe mit der ID-Nummer. Damit weiß dann auch der Staat, wo diese Waffe liegt. Das ist quasi wie ein Führerschein, wenn ihr ein Auto anmeldet. Ja, ihr seid der Halter von dem Auto und dann wird das eingetragen. So, dann geht ihr zu eurem Ordnungsamt, vielleicht auch Polizei, vielleicht auch irgendwie Landratsamt. Das ist immer unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Und beantragt quasi eine WBK. Ich habe damals eine grüne beantragt und habe dann nochmal gleich die Waffe darauf beantragt, die ich haben wollte. Das macht man quasi mit einem Voreintrag als Sportschütze, weil ihr dürft nicht einfach losgehen und euch eine Waffe kaufen, wenn ihr das nicht eingetragen habt. Somit musste ich erstmal sagen, ich möchte diese Waffe haben und habe dann den Voreintrag machen lassen, habe dann eine Waffe dieser Art gekauft, habe dann gewusst, was da für eine ID-Nummer draufsteht und musste das Ganze nochmal losschicken an das Ordnungsamt und nochmal meine ID-Nummer eintragen lassen. Das erste Mal ausstellen von der WBK hat mich, glaube ich, 110 Euro gekostet, plus den Eintrag, den Voreintrag und der weitere Eintrag dann mit der ID-Nummer hat mich, glaube ich, nochmal 40 Euro gekostet, so mit Drehung. So, und wenn ihr natürlich dann eine Waffe habt, müsst ihr noch eine Sache vorher gemacht haben. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ihr braucht einen Waffenschrank. Und mittlerweile oder seit Oktober 2017, wenn ich mich nicht irre, gibt es mittlerweile neue Schutzklassen für Waffenschränke, nämlich die 0- und 1er Schränke und nicht mal A- und B-Schrank, wie es mal früher war. Es sei denn, ihr wärt schon Waffenbesitzer gewesen damals und hättet einen A- oder B-Schrank. Altbestände dürfen bestehen bleiben, aber für jeden natürlich, der jetzt neu anfängt, gelten 0er und 1er Schränke. Die haben eine höhere Sicherheitsklasse, sind leider auch ein bisschen teurer, aber ich habe zum Beispiel auch ein Angebot bekommen,
für 414 Euro. Einen Langschrank, da passen 5 Langwaffen rein und bis zu 2-3 Kurzwaffen, wenn ich die gut reinschiebe. Und das Tolle daran ist, man braucht nicht mehr 2 verschiedene Schränke für Munition und für die Waffen. Und früher war es ja dann, dass man über Kreuz lagern musste, Kurzwaffen mit Langwaffenmunition und Langwaffen mit Kurzwaffenmunition. Heute mit den 0er und 1er Schränken ist man dazu berechtigt, Munition und Waffen in einem Schrank zu lagern. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Und ihr könnt euch die Schritte natürlich gerne nochmal unten durchlesen. Ich schreibe es euch nochmal rein. Wenn ihr Spaß daran habt und gerne schießen wollt, bitte macht mit, solange es auch noch möglich ist in Deutschland. Wichtig ist natürlich, na, im Waffensachkundeunterricht, ihr werdet jetzt auch wahrscheinlich da unterrichtet darüber, was sich in den letzten Jahren getan hat. Die Waffenrechte sind ein bisschen eingeschränkt worden. Ein bisschen arg, sagen wir es so. Und leider wird es immer schwieriger, auch Waffen zu besitzen in Deutschland. Obwohl die meisten das ja leider schon für einen Mythos halten. Tut was dafür, dass diese Tradition erhalten bleibt. Macht weiter, solange dieses Recht noch ein Recht ist und nicht ein Verbot. Und dann hoffe ich, wir finden ganz viele neue, fleißige Sportschützen und Jäger, die natürlich diese Tradition am Leben erhalten. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es unten rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch natürlich für ein Abo entscheidet und vielleicht auch auf Instagram folgt. Und bis zum nächsten Mal. Gunny out. That's a weapon.